So, nach den allgemeinen Grundlagen, was Frequenz ist, Wellenlänge, Lautstärke, Schalldruckpegel, geht es jetzt wirklich in den Luftschallschutz rein. Also das erste Thema im Bereich Schallschutz, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Luftschallschutz. Und da müssen wir jetzt auch schon anfangen, die Begriffe sauber auseinanderzuhalten. Wenn Sie jetzt Luftschallschutz beschreiben sollten zwischen zwei Räumen, dann würden Sie das wahrscheinlich machen, wie es jeder von uns machen würde, dass Sie sagen, naja, in dem einen Raum ist es laut und ich will das nicht hören. So wird man es beschreiben, den Luftschallschutz eigentlich. Ob das jetzt Sprache ist oder irgendeine Maschine hier drin steht, ob hier Musik läuft oder sonst was, in dem einen Raum ist eine Geräuschquelle, in dem anderen Raum soll davon, tja, nichts mehr oder weniger ankommen. Das wird man als Luftschallschutz beschreiben. Das Problem dabei ist aber, dass der Schall viele Wege findet, um vom einen Raum in den anderen zu kommen und dabei nicht nur das eigentliche Trennbauteil eine Rolle spielt, also das Bauteil, die Wand zwischen zwei Räumen, sondern die Schallenergie von dem Senderaum über viele Wege in den Empfangsraum kommen wird. Der Großteil wird natürlich stattfinden oder funktionieren über das eigentliche Trennbauteil selber. Aber wir werden auch sogenannte flankierende Übertragungswege haben, Schallnebenwege haben. Ein Teil der Schallenergie von diesem Raum in den Nachbarraum geht eben auch über den Boden oder über die Flurwand oder über die Decke oder die Außenwand. Alles das trägt dazu bei, wie viel Energie von dem, was hier in dem Raum ist, drüben ankommt. Letzten Endes muss ich aber ja ein Bauteil bauen und ich muss vorher ein Bauteil planen und ausschreiben. Ich muss also eine Trennwand bestellen mit einer bestimmten Eigenschaft, weil sonst wissen Sie als Baufirma ja nicht, was Sie bauen sollen. Ich muss also aus dem, was wir als Schallschutz beschreiben würden, etwas machen, was sich auf ein ganz konkretes Bauteil bezieht, nämlich die Trennwand oder die Trenndecke oder die Fassade, wenn es um Außenlärm geht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das erscheint Ihnen jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar, weshalb ich das dann auch gleich noch mal einer anderen Analogie klar machen will. Als Ergebnis wird rauskommen, das, was Sie unten rechts sehen. Als Ergebnis wird rauskommen, dass das, was wir jetzt umgangssprachlich als Schallschutz bezeichnen würden, nämlich hier ist es laut, nebenan soll es leiser sein. So würden wir das beschreiben umgangssprachlich. Das, was wir so beschreiben, ist die sogenannte Schallpegeldifferenz, also der Lautstärkeunterschied zwischen dem Raum hier und dem Nachbarraum drüben. Das ist die Schallpegeldifferenz D. Hier sind es 80 dB laut, drüben sind es 30 dB laut, Schallpegeldifferenz 50 Dezibel. So einfach ist das. Aber die Differenz setzt sich aus vielen Übertragungswegen zusammen und ich muss aber, damit ich die Trennwand beschreiben kann, damit ich die rechnen kann, damit ich die ausschreiben kann, damit ich die letzten Endes bauen kann, muss ich dem Bauteil einen Wert zuweisen können. Ich muss sagen können, wie gut soll jetzt die Trennwand sein? Wie gut soll die Flurwand sein? Wie gut der Boden, die Decke und die Außenwand? Also ich muss jedes Bauteil für sich beschreiben können. Und dann werden wir sehen, wir können es relativ leicht umrechnen von der Pegeldifferenz in das Schalldämmmaß, in den Widerstand. Nämlich, was spielt eine Rolle? Es spielt die Größe des Trennbauteils sicher eine Rolle und eine Eigenschaft des Raums, Absorptionsfläche. Und das würde ich Ihnen gerne erklären anhand des Vergleichs zum Thema Licht. Also was ist das hier überhaupt? Das will ich Ihnen jetzt klar machen, dieser Korrekturwert hier. So, und dann stellen wir uns, das ist jetzt von mir selber gezeichnet. Sie sehen, die Abbildungsqualität lässt etwas nach. Das heißt, da habe ich nichts gefunden, habe ich selber was gemacht. Wir stellen uns einen ganz einfachen Raum vor hier auf der linken Seite. Rechteckiger Raum und der hat ein riesiges Fenster hier. Das hellblaue hier ist ein Fenster und durch das Fenster fällt Licht in diesen Raum. Und dann kann ich ausrechnen, wie hell wird es in diesem Raum. Hat einen bestimmten Wert, spielt jetzt keine Rolle. So, großes Fenster, Raum dahinter, Licht im Raum. Und jetzt nehme ich dasselbe Fenster, also ich ändere die Eigenschaft dieses Fensters nicht.
Und ich platziere das Fenster aber auf die schmale Seite. Das Fenster an sich ist kleiner, aber das Fenster hat die gleiche Eigenschaft, Licht durchzulassen. Und natürlich ist es für Sie logisch, dass der Raum, den Sie hier sehen, dunkler ist als der Raum. Ist das für Sie logisch? Was sollen Sie jetzt anders machen als nicken, ne? Größeres Fenster, kleineres Fenster. Kleineres Fenster, dunklerer Raum. Und jetzt, draußen ist es immer gleich hell. Ja, das ist in dem Beispiel, draußen durch das Fenster fällt exakt die gleiche Lichtmenge rein. Der Raum ist aber dunkler. Woran liegt das, dass der Raum dunkler ist? An der Ausbreitung des Lichts über eine bestimmte Entfernung, ja, je weiter Sie weg sind vom Fenster, desto dunkler ist der Raum, sehen Sie hier, richtig? Also wenn Sie hier hinten stehen, ist es dunkler, als wenn Sie hier vorne stehen. Auch das ist in der Akustik so. Wenn Sie nah am Trennbauteil stehen, ist es lauter, als wenn Sie weit davon entfernt stehen. Wenn wir aber die mittlere Helligkeit in diesem Raum betrachten, ist der Raum trotzdem dunkler, definitiv. Woran liegt das? Kleinere Fläche haben, wo Licht eingemacht kann. Kleinere Fläche, wir haben ein kleineres Fenster, durch das Licht reinkommt. Woran liegt es noch? Dass die Oberfläche dunkel ist, genau. Wenn ich den gleichen Raum hell streiche, nächste Folie, dann ist es heller im Raum. Total banal, oder? Völlig logisch. Ja? Zimmer schwarz gestrichen, ist es dunkler. Zimmer weiß gestrichen, ist es heller. Und genau der gleiche Effekt, den habe ich in der Akustik auch. Habe ich eine große schallübertragende Fläche, ist es lauter in einem Raum dahinter. Habe ich den Raum mit schallabsorbierenden Oberflächen ausgestattet, ist der Raum leiser. Ich will aber eine Qualität der Wand ausschreiben. Von Knauf eine Trockenbauwand, von Hohlblock eine Bimswand, was weiß ich, eine Betonwand. Und dann muss aber die Qualität der Wand unabhängig davon sein, wie groß die Wand ist und wie hell bzw. wie absorptionsfähig der Raum ist. Nur dann kann ich eindeutig eine Eigenschaft der Wand ausschreiben und planen. Und deswegen muss ich diese Eigenschaften rausrechnen. Ich muss das bereinigen. Weil der Gesetzgeber sagt, egal wie du deinen Raum streichst, egal wie du deinen Raum absorbierend ausstattest, das Schalldämmmaß dieses Bauteils muss immer dasselbe sein. Es kann ja nicht vom Nutzer abhängen, ob der einen Teppichboden oder einen Parkettboden legt, ob der Schallschutz eingehalten wird. Wäre ja unlogisch. Ja? Insofern sagt der Gesetzgeber, das, was ich als Mindestanforderung haben will, ist eine Eigenschaft des Trennbauteils und muss unabhängig davon sein, wie viel Fläche ich hier habe und wie absorbierend die Oberflächen hier im Raum sind. Und das ist in gewisser Hinsicht ein Widerspruch. Einerseits habe ich dadurch, dass ich dieser Wand jetzt ein Schalldämmmaß zuweise, kann ich wunderbar planen. Ich kann im Katalog nachgucken, welches Schalldämmmaß dieses Trennbauteil aus Trockenbau hat. Muss ich fast gar nichts mehr rechnen. Aber in der Praxis ergibt sich unser Wohlbefinden und unsere Störung von Nachbargeräuschen ja schon aus der Fläche dieses Trennbauteils und den Absorptionskennwerten dieses Raumes. Wie lösen wir das auf? Ja, das werden wir noch auflösen, dass der Gesetzgeber nämlich zum Beispiel sagt, naja gut, dann nimm halt einen normalen Raum an. Normal absorbierend. Und wenn Sie dann einen dicken Teppichboden reinlegen, ist Ihr Raum leiser und Sie haben am Trennbauteil trotzdem nichts verändert. Also Sie haben einen Resteinfluss trotzdem noch, aber Sie können kein Wohnhaus bauen und dem Mieter die Pflicht auferlegen, überall Flocati auszulegen. Geht ja nicht. Also alles hat seine Grenzen. Deswegen müssen wir erstmal verstehen, der Unterschied zwischen Schallpegeldifferenz, das ist die Differenz zwischen zwei Räumen, und dem Schalldämmmaß. Und das Schalldämmmaß bezieht sich auf das Bauteil. Erstmal. Und das kann ich aber umrechnen über die Größe des Trennbauteils, also wie groß ist diese Wand und wie absorptionsfähig ist der Raum dahinter. Das sehen wir an den beiden Beispielen hier.
Das Blaue soll jeweils ein Raum sein. Im Senderaum habe ich 80 Dezibel Schalldruckpegel. Ich habe eine Wand mit einem Schalldämmmaß von 54 Dezibel. Und dann kommen, wenn ich das entsprechend berechne, auf der Empfangsseite 28 Dezibel davon an. Ich kann das nicht direkt umrechnen, deswegen ist es nicht, kann ich nicht das eine vom anderen direkt abziehen. Wenn ich jetzt dieselbe Wand nehme, dieselbe Raumgröße nehme, nur dass die beiden Räume nicht mit der langen Seite aneinander grenzen, sondern mit der schmalen Seite. Also wieder 80 dB im Senderaum, 54 dB Schalldämmmaß. Wenn ich die so aneinander schließe, kommen hier nur noch 25 Dezibel an. Der Raum ist leiser. In der Akustik fällt uns das schwer von der Vorstellung. Denken Sie an den Stellen immer an das Fenster und die Helligkeit. Dann ist Ihnen das logisch. Und trotzdem sagt der Gesetzgeber, das hier ist eigentlich die Eigenschaft der Wand, die 54 dB Schalldämmmaß. Das ist die Anforderungsgröße, die wir haben werden. Trotzdem entstehen daraus im Gebäude Situationen, wo zwei Räume mit viel Fläche aneinander grenzen und Räume mit wenig gemeinsamer Trennbauteilfläche. Das heißt, Sie kriegen später nicht das Geld dafür, dass Sie da aus dem Katalog die richtige Trennwand raussuchen. Das kann jeder. Sondern Sie kriegen Geld dafür, dass Sie ingenieurmäßig einen Grundriss analysieren und schauen, was ist denn jetzt der kritische Raum? Und der kritische Raum von diesen beiden Raumsituationen wäre ja die linke Situation. Wenn es dafür passt, passt es auch für die Situation. Dafür kriegen Sie später Geld. Deswegen ist das auch der erste Teil Ihrer Projektarbeit, Grundrisse zu analysieren. Wo befinden sich Räume nebeneinander mit einer möglichst großen gemeinsamen Trennbauteilfläche? Das ist jetzt ungewohnt, ja, weil alles, was wir hören, ist eine Schallpegeldifferenz. Hier ist es laut, drüben ist es leise. Wir hören die Schallpegeldifferenz. Das, was Sie aber bauen und rechnen möchten, bezieht sich aufs Bauteil. Das ist das Schalldämmmaß. Das eine kann ich ins andere überführen und wir müssen bei der Berechnung trotzdem auch Raumsituationen berücksichtigen. Also, das Schalldämmmaß ist eine bauteilbezogene Größe, aufs Bauteil bezogene Größe. Es ist eine Eigenschaft der Trennwand sowie das Gewicht, sowie der U-Wert. Der U-Wert war auch eine bauteilbezogene Größe. Jetzt könnte ich ein Spielchen machen. Finden Sie den entscheidenden Unterschied zwischen dem Schalldämmmaß und dem sogenannten Bauschalldämmmaß. Das Wort Bau ist da neu. Das Schalldämmmaß ist das hier. Schalldämmmaß ist eine bauteilbezogene Größe. Das Bauschalldämmmaß berücksichtigt jetzt zwei Räume zueinander. Das Bauschalldämmmaß ist die Bausituation der Trennwand im Gebäude selber. Klingt irgendwie nach demselben, was ich hier rede. Der Unterschied ist, falsche Richtung, das Schalldämmmaß bezieht sich nur auf einen Bauteil, auf die Konstruktion und das Bauschalldämmmaß berücksichtigt jetzt noch andere Wege, wie der Schall vom Sende zum Empfangsraum kommen kann. Die sogenannten flankierenden Schallübertragungswege oder Flanken. Wenn ich mir den Raum hier anschaue und daneben ist wieder ein Hörsaal, dann geht die meiste Schallenergie durch das Bauteil selber durch. Das ist der blaue Weg, den Sie hier sehen. Das Direktschalldämmmaß spielt da eine Rolle. Also der Schall geht direkt durchs Bauteil durch, in den Nachbarraum. Aber dadurch, dass ich hier rede, werden auch die flankierenden Bauteile, die Flurwand, die Außenwand, der Boden, die Decke, auch zu Schwingungen angeregt. Die schwingen auch etwas mit. Und diese Schwingungen setzen sich auch in den Nachbarraum fort. Wenn das jetzt hier oben die Flurwand wäre, dann wird die angeregt durch den Schall. Die Schwingungen breiten sich aus und kommen in den Nachbarraum wieder als Schwingungen im Raum an. Können Sie sich das so theoretisch zumindest vorstellen? Und von diesen flankierenden Schallübertragungswegen gibt es 12 Stück insgesamt. Welche sind das? Die Schallenergie kann in die Flurwand reingehen, grüner Weg, setzt sich in der Flurwand fort und kommt im Nachbarraum aus der Flurwand wieder raus. Das wäre der grüne Pfeil.
Das ist der sogenannte Flanken-Flanken-Schallübertragungsweg. Deswegen wird er abgekürzt großes F, kleines F. Großer Buchstabe bezeichnet den Eintrittspunkt der Schallenergie. Also der Schall kommt von hier, tritt in die Flanke ein, geht durch die Flanke durch und kommt drüben wieder zum flankierenden Bauteil raus. Aber ein Teil der Energie geht auch den orangenen Weg. Die Energie geht in die Flanke rein, überträgt sich dann aufs Trennbauteil und ein Teil der Energie kommt zum Trennbauteil wieder raus. Also Flanke direkt. Alles schwingt so ein bisschen rum. Und weil ich vier Bauteile habe bei einem Rechteckraum, ich habe Wand, Wand, Decke, Boden, habe ich insgesamt 4 mal 2 Übertragungswege. Plus, jetzt kommen noch weitere dazu. Die Schallenergie kann auch in das Trennbauteil reingehen und zum flankierenden Bauteil wieder rauskommen. Das Ganze auch viermal. Und dann komme ich insgesamt, wenn Sie es mal durchrechnen, viermal dieser Weg, Flanke, Flanke, also Flanke, Flurwand, Flanke, Außenwand, Flanke, Decke, Flanke, Boden, Flanke rein und auf der anderen Seite Flanke raus, sind schon mal 4 Wege. Dann nochmal 4 Flanke rein, aber durchs Trennbauteil wieder raus. Das geht auch viermal. Dann geht es ins Trennbauteil rein und zu einer Flanke wieder raus. Der Weg gibt es auch viermal. Sind wir bei 3 mal 4. 4, 8, 12. Und dann gibt es noch den Weg direkt durchs Bauteil. Deswegen heißt dieses Rechenmodell auch das sogenannte 13-Wege-Modell. Es gibt 13 Wege der Schallenergie maximal, die wir uns angucken und die wir alle einzeln berechnen werden. Man stöhnt jetzt innerlich schon auf. Ja? Kriegen wir aber in den Griff. Viele fallen weg, manche sind identisch. Also es wird sich noch vereinfachen und zu allem Überfluss dürfen Sie es fürs Projekt auch noch mit einer Software rechnen. Aber alle vier Übertragungswege sind Wege der Schallenergie von hier nach da drüben. Das heißt, wenn ich einen Weg vernachlässige, kommt da schon so viel Energie da drüben an, dass ich die anderen Wege noch so gut machen kann. Ich werde nicht mehr die Energie zurückholen können, die schon über das schwächste Bauteil übertragen wurde. Wenn ich also im gebauten Zustand ein gutes Bauschalldämmmaß haben will, dann muss ich mir nicht nur die Trennwand angucken, sondern auch die flankierenden Bauteile. Wenn ich davon einen Weg vernachlässige, kann ich mir noch so viel Mühe geben, ich werde es nicht mehr schaffen. Ein Beispiel dafür, ein sehr anschauliches Beispiel ist, wenn Sie ein Loch in der Wand bohren. Trifft es nicht ganz. Ja? Wenn es nur so ein großes Loch ist, dann kann die Wand drumherum noch so gut sein. Durch dieses Loch kommt so viel Energie schon auf der anderen Seite an. Da spielt es keine Rolle, ob Sie da eine 24 cm Beton oder eine 50 cm Betonwand machen. Ist egal. Also Sie müssen gucken, bei der Optimierung des Schallschutzes, dass das Trennbauteil und die flankierenden Übertragungswege im gleichen Maße besser werden. Sonst stecken Sie Geld an die falsche Stelle vielleicht. Und kaufen Sie ein gutes Trennbauteil und das wird immer teurer und immer dicker. Aber unterm Strich wird es nicht besser, weil die Flurwand vielleicht nur eine Trockenbauwand ist. Und da so viel Schallenergie übertragen wird, dass die Trennbauteilfläche oder die Trennbauteilqualität gar keine Rolle mehr spielen. Das heißt, die wichtigste Größe für uns im Schallschutz ist das Bauschalldämmmaß. Und das wird kenntlich gemacht einmal von Begriff her, Bauschalldämmmaß. Und das ist das Gefährliche, dieses Strichelchen da oben, das rote Strichelchen, das ist die Kennzeichnung des Bauschalldämmmaßes. Lasse ich das Strichelchen weg, steht dann nur Schalldämmmaß. Dieser Strich kann extrem teuer werden. Wenn Sie nämlich eigentlich ein Bauschalldämmmaß haben wollen, aber dann nur ein Schalldämmmaß ausschreiben, sagt Ihnen jetzt nichts, ne? Aber wenn Sie sagen, ich hätte gerne ein Bauschalldämmmaß für diese Trennwand inklusive Flankenübertragung von 60 Dezibel, also R' gleich 60 Dezibel. Sie schreiben aber in Ihrer Ausschreibung nur R gleich 60 Dezibel aus. Heißt das, Sie bestellen eine Wand mit 60 Dezibel Schalldämmmaß und die Flanken sind
Entschuldigung, scheißegal. Dann kriegen Sie eine Wand, die 60 Dezibel hat und die ausführende Firma, der GU und so weiter, sagt, naja, der hat ein Schalldämmmaß bestellt, der kriegt ein Schalldämmmaß. Bauschalldämmmaß, also Flurwand, ist ihm offensichtlich egal. Oder ihr? Kann ich die billigste Wand bauen, die ich so habe? Also dieses Strichelchen ist extrem wichtig in der Ausschreibung, in der Planung, in der Berechnung. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie Ausschreibungen machen. Sonst kriegen Sie was ganz anderes. Nochmal, das Schalldämmmaß ist nur die Wand. Das Bauschalldämmmaß berücksichtigt alle flankierenden Übertragungswege. Das ist das, was wir eigentlich haben wollen, das Bauschalldämmmaß. So sieht eine Messung aus. Ja, also da gucken wir dann später nochmal drauf. Ich überspringe das jetzt. So sieht eine Messkurve aus. So, das ist eine sehr wichtige Folie. Eine sehr wichtige Folie, weil da nochmal diese ganzen Indizes und Strichelchen nochmal erklärt sind. Also R heißt das alles. R ist Schalldämmmaß. Das Strichelchen ist sehr wichtig. Das ist nämlich das Bauschalldämmmaß mit also bauüblichen Nebenwegen, flankierenden Übertragungswegen. Dann gibt es noch zwei Indizes, die wichtig sind. Das W ist eigentlich immer dabei. Das heißt, ich habe ein bewertetes Schalldämmmaß. Das ist unser Hörempfinden, ja, dieses A. Sie erinnern sich, diese Frequenzbewertungskurve A. Das heißt, das bewertete Schalldämmmaß berücksichtigt das so in dem Maße. Und dann gibt es hier nochmal drei Möglichkeiten für den Buchstaben hier. Da kann ein R stehen, ein P stehen oder ein B stehen. Das B ist im ausgeführten Zustand, also wenn Sie Messungen machen. Dann steht da ein B, haben Sie gemessen. Wenn wir das berechnen, das Schalldämmmaß, dann muss hier ein R stehen. R-WR wäre also das, was hier steht. Das ist, wenn Sie das hinschreiben, können Sie einen Fehler machen, aber der Fehler kann sich nicht schlimm auswirken. Warum? Weil es könnte auch noch ein P hier stehen, dann wäre das ein Prüfstandswert. Sie sind Hersteller von Steinen oder Fenstern oder Türen oder sonst irgendwas. Dann bauen Sie das, Sie können das vorher nicht rechnen, dann stellen Sie es in den Prüfstand und prüfen das. Dann kommt der geprüfte Wert raus. Das machen Sie einmal, dann kommt ein Wert raus. Dann machen Sie es 10-mal, dann kommen 10 leicht unterschiedliche Werte raus. Machen Sie 100-mal, kommen 100 leicht unterschiedliche Werte raus. Und dann ergibt sich eine gewisse Verteilung, Streuung dieser Werte, weil sie es anders eingebaut haben, weil sie Materialabweichungen haben. Das heißt, bei der Prüfung kommt das, ja, welchen Wert nehmen Sie da? Nehmen Sie den, der im Mittel rauskommt? Nehmen Sie den größten? Weil das ist Ihnen ja am liebsten, ja, das größte Schalldämmmaß wäre Ihnen als Hersteller am wichtigsten. Oder nehmen Sie den kleinsten Wert, weil der auf der sicheren Seite liegt? Und damit Sie das nicht entscheiden müssen, hat der Gesetzgeber das entschieden, hat gesagt, nimm den kleinsten Wert, der bei der Prüfung rauskommt und dann ziehst du nochmal einen Sicherheitsbeiwert ab. Und dann wird aus dem geprüften Wert ein Rechenwert. Und Sie kennen das in der Statik so ein bisschen als Dimensionierungslast zum Beispiel. Da ist auch ein Teilsicherheitsbeiwert dabei. Und das ist das Wichtige. Das heißt, wenn wir rechnen, dann kommt ein Rechenwert raus. Und wenn Sie es bauen, muss der Anforderungswert erreicht werden. Das heißt, das, was Sie nachher messen, muss mindestens so groß sein wie die Anforderung. Und weil ich nicht erst bauen will, um zu wissen, ob es passt, sondern ich erstmal nur rechne, ziehe ich noch einen Sicherheitsbeiwert ab, den wir gleich sehen werden. Bei Fenstern ist das extrem wichtig. Weil bei Fenstern dieser Sicherheitsbeiwert 5 Dezibel beträgt. Und 5 dB, wissen Sie seit eben, ist verdammt viel. Das heißt, ein Fensterhersteller wirbt oft damit mit dem RP-Wert, mit dem geprüften Schalldämmmaß. 37, 42 dB, geprüftes Schalldämmmaß. Klingt doch super. So, und wenn Sie nicht wissen, dass da ein 5 dB Unterschied ist zwischen dem Prüfwert und dem Rechenwert, dann bestellen Sie vielleicht das falsche Fenster. Deswegen liegen Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie halt partout immer RWR dahin schreiben. Zur Not fragt dann einer doof nach, der das anbietet. Weil natürlich ist ein Fenster, was 5 dB mehr kann, viel teurer als eins, was weniger kann. Also RWR, R-WR, das ist das, was hier steht. Wenn Sie das einfach immer nehmen, sind Sie immer auf der sicheren Seite.
So, und jetzt rede ich die ganze Zeit mit einem Wert, ja, Schalldämmmaß 50 dB oder irgendwas. Wir rechnen auch nur mit einer Zahl. In Wahrheit ist das Ganze frequenzabhängig. Und da sehen wir auch sogenannte Resonanzeffekte. Das, was hier dargestellt ist, auf der X-Achse ist die Frequenz, auf der Y-Achse das Schalldämmmaß. Da sehen wir, es gibt hier eine Resonanzfrequenz, da ist das Schalldämmmaß sehr schlecht und dann wird es deutlich besser. Woran liegt das? Das liegt an zwei Sachen. Das liegt einmal an der Bauteilgeometrie, also wie groß ist die Wand, die ich hier einbaue. Die gerät dann insgesamt in Schwingungen. Das wäre eine Art der Resonanzfrequenz. Und dann gibt es auch noch den Effekt bei mehrschaligen Bauteilen, wenn ich also nicht nur eine gemauerte Wand habe, sondern zum Beispiel eine Trockenbauwand, dann kann der Aufbau insgesamt in Resonanz geraten. Diese zwei unterschiedlichen Resonanzen gibt es. Das kann man sich, ich habe mir da äußerste Mühe gegeben, einen Versuch nachzustellen. Es ist meine Hand, mein Gummi und meine Espresso-Tasse. Und ich habe jetzt mal für dieses System, was im Prinzip aus zwei schwingenden Massen besteht, nämlich meiner Hand, das wäre die Erregerseite, also ich rede, hier ist eine Trockenbauwand, die erste Schale gerät in Schwingung. Und das Gummiband koppelt jetzt die eine Seite der Trockenbauwand mit der anderen Seite der Trockenbauwand und dann gerät die in Schwingung. Und ich habe jetzt über diesen Versuch herausgefunden, wie hoch ist die Resonanzfrequenz. Die erscheint gleich hier oben, ich halte also ein Handy in der Hand, und dann konnte ich die Resonanzfrequenz bestimmen. Und das ist die Frequenz, wo ich nur minimale Energie, ich bin jetzt erstmal unterhalb der Resonanzfrequenz, gehe nochmal zurück, also die Frequenz, die ich mit meiner Hand ausübe, ist unterhalb der Resonanzfrequenz. Und Sie sehen in diesem hochwissenschaftlichen Versuch, dass meine Hand und die Tasse sich gleich bewegen. Ja, wenn meine Hand nach oben geht, geht die Tasse auch mit hoch. Wunderbar. Das passiert beim Schallschutz auch. Wenn ich auf der Sendeseite unterhalb der Resonanzfrequenz bin, dann schwingt das Bauteil insgesamt. Beide Schalen der Trockenbauwand. Wenn ich jetzt die Frequenz steigere bis zur Resonanzfrequenz, passiert Folgendes, dass ich die Hand nur minimal bewegen muss und trotzdem schwingt die Tasse. Also ich muss auf der Sendeseite, das ist jetzt hier bei 2 Hertz ungefähr, muss auf der Sendeseite nur minimale Energie zuführen und trotzdem schwingt das System. Das heißt, ich habe eine super Energieübertragung von der Hand auf die Tasse, von der einen Seite der Wand auf die andere Seite. Das heißt, im Bereich der Resonanzfrequenz ist das Schalldämmmaß grottenschlecht. Schlechter geht es gar nicht. Aber nur im Bereich der Resonanzfrequenz. Was passiert, wenn ich jetzt die Frequenz weiter steigere? Also ich bin oberhalb der Resonanzfrequenz. Dann habe ich den gegenteiligen Effekt. Ich kann die Hand ziemlich stark bewegen und die Tasse bewegt sich relativ wenig. Ich habe also eine gute Entkopplung beider Schalen voneinander. Bei 4 Hertz jetzt hier ungefähr. Und das passiert bei mehrschaligen Bauteilen, genau das. Ich habe einen Bereich unterhalb der Resonanzfrequenz, da bewegen sich beide Seiten gleich. Ich habe den Bereich der Resonanzfrequenz, da habe ich eine schlechte Schalldämmung, weil eine super Schallübertragung. Und oberhalb der Resonanzfrequenz habe ich eine prima Entkopplung. Da habe ich ein viel besseres Schalldämmmaß als bei einer Einschaltungskonstruktion. Also muss unser Ziel für die Planung darin bestehen, die Resonanzfrequenz möglichst weit nach unten zu schieben, dass die auf jeden Fall unterhalb dieser 100-Hertz-Grenze liegt. Das ist ja unser bauakustischer Bereich. Der fängt ja erst bei 100 Hertz an. Also möglichst tief, ganz, ganz tief und möglichst sogar unterhalb der Hörgrenze. Das ist Ziel unserer bauakustischen Planung bei Resonanzen. Wie schaffe ich das jetzt bei diesem Tassenmodell? Was kann ich verändern? Könnte an der Kopplung was verändern, also am Elastizitätsmodul dieses Gummibandes. An der Feder kann ich was tun und andere Tasse, ich kann die Massen verändern. Ich kann die Masse verändern, die ich zum Schwingen anreden will. So, was mache ich, wenn ich jetzt zwei Gummibänder mache? Wird die Resonanzfrequenz höher oder niedriger sein als nur mit einem Gummiband? 50-50 Chance. Gleich bleiben wird sie nicht. Machen Sie sich mal eine Idee, was passiert, wenn ich zwei Gummibänder mache statt einem? Liegt die Resonanz dann höher oder niedriger? Gucken wir es uns an.
das Doppelte. Wenn ich die Steifigkeit der Feder erhöhe, erhöhe ich auch die Resonanzfrequenz. Wenn die Steifigkeit doppelt so hoch wird, verdoppelt sich auch die Resonanz. Also es ist proportional sogar. Wie mache ich das in der Baukonstruktion? Da müssen wir drauf gucken. Das spielt eine Rolle bei Außenwänden, interessanterweise. Also wenn ich die Resonanzfrequenz absenken will, muss ich die Feder weicher machen. Das mache ich bei Bodenaufbauten, bei schwimmenden Estrichen zum Beispiel. Oder bei Außenwänden, bei Wärmedämmverbundsystemen. Da muss ich die Feder, die die beiden Massen koppelt, weicher machen. Dann sinkt die Resonanz. Was ist, wenn ich die Masse erhöhe? Eine Feder mit der doppelten Masse. Sinkt oder steigt die Resonanzfrequenz? Meine Hand ist jetzt weiter oben, Sie sehen sie also nicht. Bei einer Tasse hatten wir 2 Hertz, jetzt haben wir die doppelte Masse. Und ist niedriger, so bei 1,5 Hertz. Also wenn ich auf der einen Seite die Masse erhöhe, sinkt die Resonanzfrequenz. Also das, was ich haben will. Für die Planung heißt das, wenn ich 2 gekoppelte Massen habe, Gipskartonwand, schwimmender Estrich, Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem, und ich habe auf der einen Seite eine relativ geringe Masse, wie bei einem Estrich. Der Estrich wird dünner sein als die Betondecke darunter. Dann kann ich die Resonanzfrequenz absenken, dadurch, dass der Estrich dicker wird. Und dadurch, dass die Dämmschicht darunter weicher wird. Das muss ich bei zweischaligen Bauteilen zusätzlich zum Schalldämmmaß eben auch noch berücksichtigen. Im Bereich des Trittschalls, wir haben jetzt über Luftschall geredet, im Bereich des Trittschallschutzes habe ich ja eine andere Größe. Da habe ich Gehgeräusche auf der einen Seite und wenn wir es messen, dann können wir nicht jetzt 50 Leute einstellen, unterschiedlich schwer, unterschiedliches Schuhwerk und sagen, geh mal über die Decke, sondern da gibt es ein sogenanntes Normhammerwerk. Man sieht schon den Maschinenbauer der 30er Jahre, der sich dieses Messgerät ausgedacht hat. Also vom Gewicht, von der Fallhöhe, von der Geometrie genormte Hammer. Sie sehen hier einen Hammer, das sind 5 Stück in Folge. Und die dann immer aus einer gewissen Höhe auf die Bodenkonstruktion drauffallen. Einen tierischen Lärm macht dieses Ding. Das können Sie auch dann sehen, wenn Sie die Messübung machen möchten. Und dann messe ich im Empfangsraum unten drunter, wie laut wird es dadurch. Also oben stelle ich das Ding drauf, ich mache Krach, der hämmert auf die Konstruktion. Die Energie überträgt sich nach unten oder auch horizontal und ich messe, wie laut wird es in dem Raum. Und das ist mein Trittschallpegel. So sieht eine Messung dazu aus. Und hier gibt es auch wieder diese ganzen Indizes. Also L für Norm-Trittschallpegel. Der Strich bedeutet genauso wieder, dass ich die Nebenwegübertragung mit berücksichtigt habe. N steht jetzt hier für normiert. W für gewichtet und R, P oder B steht wieder für Rechenwert, Prüfstandswert oder ausgeführte gemessene Werte. Also ähnliche Indizes, das N ist jetzt neu, ja, weil es bezogen wird auf eine bestimmte Absorptionsfläche. Das sehen wir noch alles im Detail. Also die Indizes und so weiter sind ähnlich als, wie beim Schalldämmmaß, aber die Größe ist eine andere. Beim Schalldämmmaß viel bringt viel. Beim Norm-Trittschallpegel ist es so, je leiser der ist, je kleiner der ist, desto besser ist es. Lernen wir jetzt mehr und mehr kennen. Ein ganz wichtiger Punkt, der wichtigste Punkt, der am häufigsten vernachlässigte Punkt, ist die Grundrissgestaltung. Wenn Sie später in der Bauphysik tätig sein wollen und in der Akustik tätig sein wollen, ist das der Punkt, über den Sie sich vielleicht am meisten ärgern. Dass sie nämlich zu spät angerufen werden. Dass da schon irgendwer zu ihnen kommt mit einem Grundriss und sagt, mach mal Schallschutz. Ja, und dann sehen sie einen Grundriss und der Grundriss ist nicht gut. Wir gucken uns an, warum gibt es gute und schlechte Grundrisse aus akustischer Sicht. Und dann werden sie später sehen, dass sie einen schlechten Grundriss nicht gut rechnen können. Also nicht gesund rechnen können. Es gibt bauliche Grenzen. Vorgehensweise ist einfach nur die, dass man Laute von leisen Räumen trennen soll, räumlich. Also man sollte nicht einen lauten Raum neben einen leisen Raum platzieren im Grundriss.
Was sind das zum Beispiel, laute Räume? Im Bereich Wohnungen? Bäder? Hauswirtschaftsräume? Mit einer Waschmaschine drin, Trockner und sowas. Küche? Außer, ja? Haustechnikräume? Haben wir noch? Fitnessräume und so weiter. Fitnessräume. Kinderzimmer. Kinderzimmer. Guter Punkt, werden wir noch drüber sprechen, ja. Garagen, ja. Aufzugsschächte zum Beispiel auch. Warum ist, und was sind besonders leise Räume? Dementsprechend, ich gucke mal gerade. Schlafzimmer. Schlafzimmer, Kinderzimmer, also auch ein Kind drin schlafen, wenn es nicht gerade schreit, um das Klischee zu bemühen. Wohn-Esszimmer, Büros. Das heißt, nicht nur die Nutzung, Sie ahnen, also nicht nur die Nutzung, sondern auch auf die zeitliche Verteilung der Nutzung dieser Räume kommt es an. Also ein Schlafzimmer neben einer Küche oder neben einem Badezimmer ist nicht gut. Auch neben einem Wohnzimmer ist das nicht gut. Weil zeitlich vielleicht es sein kann, dass Sie schlafen wollen und Sie wollen einen Film gucken. Beides ist normal, beides ist zulässig. Und darauf muss man bei der Gestaltung des Grundrisses achten, dass nämlich zum Beispiel kein Bad neben einem Wohnraum liegt. Auch da hatte ich in dem Einführungsvideo ja das Beispiel gebracht. Und das wird auch nochmal kommen, wenn wir über Schallschutzanforderungen reden oder Sie sich das anschauen. Und der Fall, wenn Sie sich Grundrisse anschauen, und Sie kriegen natürlich auch Projekte, wo das jetzt nicht optimal gelaufen ist mit dem Grundriss. Die Frage ist, kriege ich die Trennwand so gut hin, dass ich zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer keine Störung habe? Und dann werden Sie sehen, das geht nur bis zu einem gewissen Maß, nur bis zu einer gewissen Grenze, weil um dann nochmal das Schalldämmmaß spürbar abzusenken, also um 5 Dezibel zu erhöhen, sodass nur noch ein Drittel der Energie durchkommt, inklusive aller flankierenden Bauteile drumherum, geht irgendwann nicht mehr. Also Sie können nicht das Schalldämmmaß beliebig hoch bauen. Lassen wir mal Bunker weg und 50 cm Stahlbeton als Trennwand will jetzt auch keiner haben. Also normale Abmessungen von Bauteilen gibt es gewisse Grenzen, was das Schalldämmmaß angeht. Und Sie erreichen nicht mehr, und das ist dann das Problem, Sie erreichen nicht mehr das, was Sie als Mieter oder Sie als Käufer erwarten von der Wohnung akustisch. Das ist das Problem und das ist dann auch der erste wichtige Punkt für Sie als Bauakustikerin und Bauakustiker, sich den Grundriss anzuschauen und auf Probleme schon mal hinzuweisen und zu sagen, manchmal geht es ja auch nicht anders. Manchmal kann ich ja auch nicht einen Wohnraum von einem Badezimmer immer trennen, das geht ja nicht immer. Sondern dann eben hinzuweisen und zu sagen, hier haben wir eine kritische Situation, es ist deswegen ganz wichtig, dass du, lieber Bauherr oder Architekt, das weißt, dass wir hier nicht jedes Schalldämmmaß bauen können und du das dann entsprechend an deinen Käufer oder Mietinteressentin kommunizierst und denen dann erklärst, was sie erwarten dürfen vom Gebäude. Das ist wichtig. Und das wird der ganze Teil der Schallschutzanforderungen sein, wo wir dann auch jetzt mal reingucken wollen, so ein bisschen, dass sie da mal reinkommen und den Rest können sich dann auch selber natürlich aneignen. Also, was war das jetzt für ein Kapitel? Die Bewertungsgröße. Ja? Also wichtig war Schalldämmmaß, Unterschied zum Bauschalldämmmaß. Was sind flankierende Übertragungen? Das sollte hängen bleiben. Weil wir werden nachher alles optimieren müssen. Die Flankenübertragung genauso wie das Trennbauteil selber. Und Sie werden sehen, das Trennbauteil kann ich relativ leicht verbessern. Die Flanken nicht mehr oder nicht beliebig. Vor allem, wenn man weiß, dass Sie vielleicht in Ihrer eigenen Wohnung, sagen wir mal, das hier ist ein Wohnraum, Sie können den, Sie sind ja völlig beliebig, Sie können das als Penthouse, als Loftwohnung, dann kochen Sie hier, da ist der Wohnbereich, da hinten steht Ihr Bett. Gut, das Badezimmer und die Toilette wird man durch eine Wand abtrennen. Den Rest können Sie offen gestalten. In Ihrem eigenen Raum, in Ihrem eigenen Wohnung können Sie machen, was Sie wollen. Aber die Trennung zum Nachbarn, da können Sie nicht machen, was Sie wollen.
Das ist ein Problem flexibler Grundrisse, weil die Trennwand hier innen soll ja vielleicht leicht sein. Die wollen sie rückbauen können, Gipskartonwand oder sowas. Und das ist eine super schlechte Flanke, werden wir dann sehen.